Ja, goldene Regel der Mechanik, und wir wollen uns heute mal mit Getrieben beschäftigen. Und weil das jeder kennt, nehmen wir das Kettengetriebe eines Fahrrades. Also in Klammern, ich schreibe mal Fahrrad darunter. Dann weiß jeder, was damit gemeint ist. Wir haben Kettenräder, die sind extra so gemacht, weil die Kette, die hier drüber liegt, nämlich genau solche Gestalt hat, dass da lauter kleine Röllchen sind, die genau reinpassen in die Zähne. Jetzt könnte ich mich dumm und dämlich malen, aber ich mache es nebenbei und ich erzähle, in die Zähne des Kettengetriebes. Nebenbei gesagt, Kettengetriebe sind eine sehr effektive Geschichte, die haben einen sehr guten Wirkungsgrad. Also da geht wenig Reibung. Es ist wenig Reibung und da geht wenig Energie verloren. Man darf das ja gar nicht richtig sagen, verlorene Energie. Aber darauf kommt es jetzt nicht an. Wir wollen ja immer erstmal ideale Zustände betrachten, damit wir dann wissen, wie es funktioniert. Nehmen wir mal an, hier vorne hätten wir 20 Zähne. Ich schreibe mal richtig das Wort auf. 20 Zähne und hier hinten 10 Zähne bei diesem Kettengetriebe. Man sagt auch zu solchen Kettenrädern Ritzel. Ich schreibe mal das Wort hin. Sowas ist zum Beispiel ein Ritzel. Wenn das so ist, dann kann man sich schon einigermaßen vorstellen, und das hat verschiedene Gründe, weshalb das dann so kommt, dass ich sage, wenn ich hier eine Umdrehung habe, wie viele Umdrehungen haben wir dann hier? Genau, da haben wir zwei Umdrehungen. Das weiß man aus der, naja, so ein bisschen aus der Erfahrung, ne? 2 U. Ich kürze das mal ab. So, das heißt aber auch, wenn ich hier eine Kraft aufwende, tja, dann wird die nur halb so groß sein. Das heißt, wenn ich hier F1 dazu sage, dann ist F1 mal 2, pardon, durch 2 die Kraft, die da hinten auftritt. Das heißt, F2 hier hinten am kleinen ist doppelt so, ist nur die Hälfte so klein. Wenn ich mir die Umdrehung angucke und ich sage, ich möchte mal überlegen, wie viel Weg legt denn so ein Röllchen dieser Kette zurück, dann kann ich hier wieder was sagen. Dann habe ich hier Weg 1, S1 und der ist, tja, mal 2 genommen, der Weg von S2. Stimmt das? Gut. Alles bis dahin richtig. Das kann man so sehen. Und jetzt könnte man auch was anderes machen. Jetzt könnte man sagen, naja, dann muss da ja nicht immer eine Kette rumgelegt werden, sondern ich mache das Ganze mal anders. Ich sage mal das Wort, hier war ein Getriebe, jetzt kommt das nächste Beispiel, Riementrieb. Da sagt man nicht Riemengetriebe, kann man auch sagen, aber meistens sagt man Riementrieb. Da haben wir das gleiche Prinzip, nur haben wir eben zwei Räder. Und die sind durch einen Riemen verbunden. Und die gleichen Verhältnisse herrschen hier auch. Ich habe hier die Mittelpunkte der Räder. Genau das gleiche Prinzip. Nur ein Haken hat es. Der Riemen, der muss kräftig an dem Rad reiben, also an beiden Rädern reiben. Ansonsten würden eins der beiden Räder durchdrehen oder stehen bleiben, je nachdem. Das ist ein Nachteil des Riementriebes. Das heißt, da kann man sich nicht ganz drauf verlassen. Und außerdem ist er durch die Reibung schon mal viel schwergängiger. Mit anderen Worten, ein Fahrrad zu bauen mit Riementrieb ist zwar schick und hip oder sonst was, aber ich hole mir etwas mehr Reibung dazu. Das ist das Problem. Jetzt gibt es beim Riementrieb noch unterschiedliche Riemen, nämlich zum Beispiel Zahnriemen. Die erinnern schon wieder mehr an das Kettengetriebe. Das heißt, da hat diese Riemenscheibe, ist die nicht bloß so ganz einfach glatt dargestellt, sondern da hat die hier auch solche Zähne drin und der Riemen selber hat auch Zähne. Hat verschiedene Vorteile, man kann sich wieder darauf verlassen, dass der nicht durchrutscht. Aber wie gesagt, Riementriebe haben Reibung, dafür sind sie aber auch schön leise. Wir wissen alle beim Fahrradfahren, dass man manchmal sogar die Kette ein bisschen rasseln hört, ne? Ganz bisschen. Aber das mal bloß dazu als Beispiel. Bleiben wir mal bei einer Abwandlung des Kettengetriebes und nehmen mal was Lustigeres. Und zwar ein Zahnradgetriebe. Und dafür haben wir ein schönes Beispiel hier und da werde ich dann gleich drauf eingehen.
Zahnradgetriebe. Das sagt schon das Wort Zahnrad. Das heißt, wir haben da Räder, die haben tatsächlich solche Zähne. Und diese Zähne auf den Rädern, man sagt dazu in der Technik, die kämmen zu anderen Zähnen. Also als wenn die einen Kamm darstellen. Das wäre jetzt hier das andere Rad. Und dieses Rad hat auch Zähne und die kämmen ineinander. Wenn ich das jetzt groß ausmale, dann sieht das letzten Endes so aus. Ich habe ein Rad, also ein Rad und da kämmt ein anderes hinein. Das kann durchaus genauso groß sein oder kleiner. Wenn ihr das in der technischen Zeichnung mal seht, dann ist hier außen noch so eine dünne Hilfslinie mit rumgemalt. Und das gleiche wäre dann hier auch so. Also eine dünne Hilfslinie deutet an, da ist noch was. Ja, die muss ich ja dann so machen. So, aber das gucken wir uns jetzt erstmal in Natura an und dann kommen wir hier drauf wieder zurück. Ich werde mal die Kamera nehmen und das mal von nahen filmen. Okay, ich werde dann hier auf der jetzt gelben Fläche, werde ich dann da unten so einen Verweis einbauen, damit man dann sieht, wo es zu dem Video geht, wo wir das Getriebe eben aufgenommen haben. Ein Haken hat das. Das ist zwar eine ganz geschickte und schlaue Sache, so ein Zahnradgetriebe, aber blöderweise drehen sich die Drehrichtung um. Ich mache das mal so. Die kämmen ineinander, deswegen habe ich die jetzt ganz bewusst übereinander gemalt. Ich verzichte mal auf die Hilfslinie. Und wenn sich das eine Rad in diese Richtung dreht, dann dreht sich das andere entgegengesetzt. Das kann man ausgleichen, indem man hier hinten noch ein zusätzliches Rad reinbaut. Dann stimmt die Drehrichtung wieder. Dann würde das wieder gehen. Aber, das haben wir auch gemerkt, so ein Zahnradgetriebe, das hat mehr Reibung. Die Zähne, die reiben nämlich hier an den Flanken, an den Zahnflanken, sagt man hier. Da reiben die und diese Reibung haben wir eben gemerkt an unserem Modell, denn das ist nicht gefettet, nicht geölt, nichts gar nicht. Also die Reibung bleibt auf jeden Fall erhalten und das ist ein kleiner Nachteil. Aber was wir eben auch gesehen haben, man kann verschiedene Gänge wählen, indem man verschiedene Räder miteinander arbeiten lässt und so weiter. Aber das noch gar nicht mal. Bleiben wir nochmal bei dieser Art Getriebe und ich male jetzt nochmal ein ganz einfaches auf und zwar nur mal schnell zwei Zahnräder, aber ohne die Zähne. Und oh, ganz groß, ne, ich werde es mal in der Pause besser machen. So, und jetzt sage ich einfach mal, jetzt kombinieren wir mal eine Geschichte. Und zwar lassen wir die Räder, das habe ich mir nämlich gerade überlegt, das geht auch gut. Und das wird auch in der Praxis eingesetzt. Allerdings, das hat wieder seine Nachteile. Ich sage ganz einfach, ich lasse die beiden Räder aneinander reiben. Ich mache hier entsprechende Reibflächen, die können aus Gummi sein. Und ich lasse die aneinander reiben. Reibung, hören wir schon wieder, Verluste. Dann könnte man zu diesem Ding auch Reibradgetriebe sagen. Sagt man auch. Reibradgetriebe. Da reiben die Räder aneinander. Und jetzt ahnen wir schon, das große dreht sich vielleicht einmal und das andere zweimal. Wenn das Verhältnis der Durchmesser 1 zu 2 ist. Bei 1 zu 3 wäre es dreimal so schnell und so weiter und so fort. Aber wir wollen auf was anderes hinaus und zwar, woher kommt diese kraftsparende bzw. in diesem Fall wegsparende Einrichtung? Woher kommt das? Ich werde mal was einmalen und zwar von hier nach hier haben wir einen bestimmten Radius. Den Radius, den kann ich überall einmalen. Jetzt male ich den Radius mal hier ein. Und ich male mal den Radius des anderen Rades in blau hier ein. Und jetzt müsste uns gleich was auffallen. Die haben hier ihren Berührungspunkt. Und jetzt sieht es ganz deutlich danach aus, dass der grüne Hebel ja viel länger ist als der blaue. Was bedeutet das für Wege und für Kräfte und so weiter? Das müssen wir mal bedenken jetzt. Machen wir es mal so. Ich sag mal hierzu Länge grün, L grün und hier LB wie blau. Und jetzt schreibe ich mal hier drüben hin. Und zwar, wir haben hier eine Kraft, die wirkt hier drüben, hier am Ende. Dann wird es nämlich plötzlich zu einem Art Hebel. Ich habe hier F grün und ich habe hier F blau. Was lässt sich über diese beiden Kräfte sagen? Wir sind im Moment noch nicht weitergekommen, weil das sehr verwirrend war, dieses Bild von vorhin. Ich mache es mal anders, ich mache mal eine Art Riemengetriebe draus. Das heißt also, ich werde hier
sagen, okay, hier haben wir einen Riemen rangelegt. Wir können auch das Ganze idealisiert als Kettengetriebe betrachten, so. Und dann drehen sich wenigstens beide in die gleiche Richtung. Ich mache mal was anderes. Ich sage mal, ich habe von hier bis hier, da wo wo die Kette meinetwegen angreift, habe ich LG wie grün. Und ich habe von hier bis hier, jetzt ungünstig, machen wir das mal hier weg. Von hier bis hier LB wie blau. Und hier wirkt eine Kraft und jetzt müssen wir die Kräfte mal einmalen. Die Kraft wirkt in diese Richtung hier, entlang des Riemens. Hier haben wir F blau und FG wirkt dann in diesem Fall hier. So, wie wird FG? Schreiben wir FG mal hier oben ran, dann sieht das deutlich aus. Stimmt dann unsere Beziehung, die ja aussieht wie die goldene Regel der Mechanik? An unserem eben Linealmodell, sage ich mal dazu. Ich werde also wieder hier einen Verweis dahin machen. An dem haben wir was anderes gesehen. Ich habe jetzt mal LG extra senkrecht gezeichnet, damit es besser auffällt, was unserem Seilmodell ja entspricht. Und wir haben dann Folgendes gemacht. Das ist nicht ganz sauber gewesen, wenn man die Drehpunkte auseinander nimmt. Wir haben einen eigentlich einseitigen Hebel. Und jetzt haben wir nämlich einen gemeinsamen Drehpunkt. Wenn ich LB mal hier reinzeichne, einen eigentlich einseitigen Hebel, haben wir eigentlich ein bisschen total zerpflückt auseinandergenommen und missbraucht, indem wir die Kraft, die normalerweise hier ansetzt, also FB, das Ganze, das haben wir nach außen gelegt und haben dadurch praktisch zwei Hebel dargestellt und das war ein bisschen unfair. Insofern, wir müssen eigentlich diesen Hebel und diese Kraft dann hier oben wirken lassen. Und deswegen können wir hier so einfach von unserer wirklich sonst geltenden Regel der Mechanik nicht so sprechen. Und noch was, das Wort Reibradgetriebe, das stimmt in diesem Fall jetzt nicht mehr. Ich hatte es ja auseinandergenommen. Wir müssen uns nochmal daran erinnern. Also Reibradgetriebe. Und dann werden die Verhältnisse aber wieder komplizierter, weil ich nämlich alle Hebel plötzlich übereinander lege. Das war ja eigentlich sowas. Reibradgetriebe hieß ja, dass ich die beiden Räder aneinander reiben lasse. Das merken wir uns mal bis dahin. Wir werden dann später noch mit dem Begriff Drehmoment etwas anzufangen wissen und dann wird es plötzlich für uns leichter. Also, nochmal, wir hören jetzt erstmal an der Stelle auf. Wichtig ist beim Reibrad, Reibung, die ist hier an der Stelle wichtig. Beim Reibradgetriebe haben wir es so ähnlich wie mit dem Zahnradgetriebe zu tun, bloß ist, dass die Räder nicht entsprechend und jetzt kommt ein neues Wort, per Formschluss, weil die nämlich mit der Form ineinander passen, sondern per Kraftschluss, weil hier Reibungskräfte wirken, miteinander arbeiten. Das ist der Unterschied. Lassen wir es mal an der Stelle, sonst würde das auch zu gefährlich werden. Heute war Rätselstunde. Wir haben uns also mit Getriebe beschäftigt, was eigentlich gar nicht unbedingt zum Lehrplan als solches gehört, aber da ein Haufen Leute fehlen, hat sich das mal angeboten, sich mal mit Getrieben zu beschäftigen, um mal vielleicht noch ein kleines bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich mache das Video an der Stelle erstmal dicht.